Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis, Blood and Wine und quasi der zweite Teil der Besichtigung unseres Weinguts Corvo Bianco. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wunderschön auf jeden Fall. Malerisch einfach nur. Malerisch, malerisch, malerisch. Monsieur Beaulieus Gemahlin Nina hatte hier einen Garten angelegt. Ein sehr schöner Ort damals. Er ist etwas vernachlässigt worden. Das stimmt. Aber seine frühere Schönheit lässt sich mit frischen Kräutern und weiteren Pflanzen schnell wiederherstellen. Kann mir gar nicht vorstellen, wie Geralt hier zurückgezogen, nachdem er quasi genügend Monster umgebracht hat, sich zurückzieht. Aber es wäre halt so geil, wenn wir Triss an unserer Seite hätten. Ach, das wäre so schön, wenn die dann auch hier wäre. Ich weiß es halt nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob die Freundin von einem, Yennefer oder Triss, wenn man sie denn bekommen hat in Witcher 3, ob die dann hier mit ist. Das wäre halt echt cool, aber naja. Bei mir ist es so oder so nicht der Fall. Madame Nina hat hier kleine, zarte Blumen und Kräuter angepflanzt. Man könnte meinen, das Aroma liegt noch immer in der Luft. Du bist ja ein Romantiker, Barnabas Vasilius. Das sind auf jeden Fall Rosen, rote Rosen. Und? Was haben wir davon? Muckelkrumm, das war's auch schon. So, Moment, ich wollte mal gucken, wie viel Geld ich habe. Ach, wir haben doch die 5000 endlich mal wieder geknackt. Es wurde aber auch Zeit. 1697. Hatten wir halt über 100.000, ey. Oder hatten wir über 50.000? Ja, auf jeden Fall hatten wir über 50.000. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir über 100.000 hatten, aber über 50.000 auf jeden Fall. Verdammt. Aber natürlich macht es mehr Spaß, wenn es ein bisschen knapp ist mit dem Geld, logischerweise. Das Wasser ist so krass blau. Ach ja, nicht so sehr, aber hier. Hatten wir uns schon angeschaut, dieses Wegkreuz, ja, ne? Ja, Elfenbein. Krass, wie viele hier arbeiten, sind doch bestimmt 30 bis 50 dies Leute. Dies diente als zusätzlicher Weinkeller in den Jahren mit reicher Ernte. Hm, mit etwas Arbeit wird das ein schöner Stall für Plätze. Den Hexer nicht nur wegen des Biests bestellt hat. Er soll sich auch um die Handlung kümmern. Als Anzahlung hat sie ihm einen Helm. Der Keller, voilà. Unter Monsieur Beaulieus wurde hier Wein gelagert, aber Baron Roussel bewahrte hier auch Olivenöl auf. Ich war so frei und habe die Unordnung beseitigt, die durch meinen Kampf mit der Bruxa entstanden ist. Vielen Dank, Barnabas Vasilius. Wollen wir da mal reingehen? Okay, wir wollen da mal nicht reingehen. Ja, die Treppen hochsteigen. Wie man sieht, ist die Fassade, wie soll ich sagen, leicht fleckig. Aber ein gewisser südländischer Charme lässt sich trotzdem erahnen. Stimmt, aber sie könnte gewiss etwas Farbe vertragen. Bin echt gespannt. Ich hoffe echt, man kann das hier so ein bisschen überarbeiten, also ein bisschen Geld reinstecken. Ja, wieder so ein beschissen dunkles Gehäuse. Und willkommen im Haus. Auf der linken Seite liegt das Hauptschlafzimmer. Rechts sind der Speisesaal und die Küche. Oben befindet sich das Gästezimmer, das gerade als Abstellraum dient. Keine schlechte Idee. Das Anwesen ist im Augenblick sehr spartanisch eingerichtet. Aber wir werden uns sicher auf ein paar Neuerungen einigen können. Zum Beispiel würden Gemälde dem Domizil sofort neues Leben einhauchen. Du hast jetzt das gesamte Anwesen gesehen. Corvo Bianco ist ein wunderschönes Gut, auch wenn der Zahn der Zeit an ihm genagt hat. Aber verzeih mir meine offenen Worte. Wenn du eine kleine Summe in die Verschönerung des Guts investieren willst, bin ich jederzeit zu Diensten. Ich werde darauf zurückkommen. Ich wende mich an dich, wenn ich was umgestalten möchte. Sehr geil.
Es könnte nicht schaden, das Gut ein wenig aufzuhübschen. Oh, keinesfalls, Herr. Die Frage ist nur, wo du mit der Verjüngungskur beginnen willst. Sollten etwas am Haus tun, das Gelände, es sollte schöner verschönert werden. Wir sprechen später darüber, ich würde jetzt gerne über etwas anderes reden. Ich denke erstmal das Haus, oder? Und dann das Gelände. Ich habe über die Außenwände nachgedacht. Vielleicht ein frischer Anstrich oder Ausbesserungen? Dürfte ich einen Vorschlag machen? Warum unterziehen wir nicht alles einer allgemeinen Renovierung? Früher einmal habe ich solche Arbeiten bei Admiral Rumpayis Sommerresidenz beaufsichtigt. Das Ergebnis war atemberaubend. Nicht nur die Residenz hat danach gefunkelt. Wir haben auch noch Platz zum Ausstellen der Rüstungen und Waffen des Admirals geschaffen, die dieser mit Begeisterung sammelte. 5000! Oh mein Gott! Ich habe halt leider einfach zu wenig zur Zeit. Ich weiß ja nicht, was jetzt in den Folgeaufträgen, Nebenquests auf mich zukommt. Da kann ich mir eigentlich nicht leisten, jetzt auf 5000 zu zahlen. Da habe ich ja weniger als 1000 Kronen. Fuck, Mann. Ich muss darüber nachdenken. Ich verstehe. Natürlich. Wie die geschätzte Herrin Evie Nibili so passend sagte, manche Dinge sollte man nicht überstürzen. Guck mal, was das andere kostet. Dieses weitläufige Gelände. Vielleicht sollte es endlich besser genutzt werden. Oh ja, das sollte es. Meiner Meinung nach gebietet dein Beruf, einen Schleifstein und einen Rüstungsschmiedetisch aufzustellen. Das wäre doch ein guter Anfang, nicht wahr, Herr? Das stimmt. Ich brauche einen Rüstungsreparaturtisch. Ich könnte einen Schleifstein zum Schärfen meiner Werke gebrauchen. Das besprechen wir. Ich muss von Zeit zu Zeit an meiner Rüstung arbeiten. Hier ölen, da verstärken. Ich könnte einen guten Arbeitstisch gebrauchen, wo ich das alles machen kann. Admiral Rompagny hatte einst einen Spezialisten angeheuert, der die besten Rüstungsschmiedetische diesseits der Yaruga hergestellt hat. Ich werde ihn sofort kontaktieren. 1000. Ja, komm. Gut, bestelle mir so einen Tisch. Sofort, Herr. Ich denke, es wird höchstens einen Tag dauern, bis er da ist. Brauchst du sonst noch etwas? Dann kostet es wahrscheinlich das mit den Waffen auch 1000. Das können wir auch nicht machen. In meinem Beruf werden Klingen ziemlich schnell stumpf. Ich könnte einen Schleifstein gebrauchen, einen hochwertigen. Natürlich. Niemand wird das als unnötige Extravaganz betrachten, würde ich sagen. Ja. Dann bestelle bitte einen. Einen Stein von hoher Qualität, der im Hof aufgestellt werden soll. Natürlich. Ich schicke sofort einen Boten in die Stadt. Ab morgen kann hier nach Herzenslust geschliffen werden. Ist ja auch gut. Brauchst du sonst noch etwas? Ist ja auch gut für die Angestellten, weil die dann ihre Sachen ebenfalls ranschärfen können, wie zum Beispiel die Sense oder so. Okay. Weißt du was? Ich habe meine Meinung geändert. Ich beantworte gerne alle. Okay, das war's. Mal gucken, was. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Bis bald. Lass Corvo Bianco neu im alten Glanz erstrahlen. Warte einen Tag, bis der Schleifstein da ist und so weiter. Ja, es wäre auf jeden Fall. Achso, machen wir hier ein bisschen Licht. Es wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, wo ich jetzt die Gemälde hier anbringen kann oder wie ich das mache mit den Gemälden. Die habt ihr ja nicht umsonst gekauft. Halt, was ist das hier? Ah, hier können wir unsere Bücher reintun, oder? Bücher. Es ist ein Bücherregal, okay, das ist schön, aber abgesehen von ein, zwei Büchern haben wir doch alle schon gelesen. Warum ist denn das so leer? Oh, wir haben irgendeinen Buff bekommen, aber ich weiß wieder nicht mehr, wo wir das nachlesen können, was das für ein Buff ist. Irgendein Biest neu? Nee. Oh, wo konnte ich denn den Buff sehen? Ich will nur wissen, was da drauf sieht auf dem Buff. Ich weiß, das ist ja nicht direkt erklärt. Wo war das denn? Ich habe keine Ahnung. Egal. Ach, hier, genau. Viel gelesen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht
Bekommt man da einen Bonus für Erfahrungspunkte? So sieht es zumindest aus. Verstehe noch nicht, warum das Bücherregal so leer ist. Ich habe doch super viele Bücher. Bilder aufhängen. Oh, gut. Oh, krass. Wir haben viel Porträt von Ilris von Olgierd. Okay, jetzt müssen wir hier aber erstmal gucken. Also, das ist mein Schlafgemach, wenn ich das richtig sehe, ne? Also, das sieht echt beschissen aus zurzeit. Hier drin. Fee aufstellen. Wir haben nur eine. Besser als nichts. Trophäe aufstellen. Wir haben ja nur eine. Da haben wir auch noch die Möglichkeit, was aufzuhängen. Ist irgendwas drin im Lager? Nö, ne? So, das will ich nicht verkaufen. Was ist das? Gewürzkuchen, sonstiges. Will ich auch nicht verkaufen. Die Maske nicht und das nicht. Färbemittel für graue Rüstung für... Hä? Brauche ich nicht. Ach so, da könnte man natürlich unsere Zeugs einfärben. Das wäre ja auch mal interessant. Schon noch nie gemacht, fällt mir gerade so ein. Wo haben wir das denn her? Verleiht einem Gegner aus einer Hexerausrüstung die entsprechende Farbe. Ich mach's einfach mal auf die Stiefel, oder? Die sehen nicht grau aus. Denk daran, dass du nur Objekte umfärben kannst, die zur Hexerausrüstung gehören. Verwende die Vorschau-Option, um zu sehen, wie ein Gegner nach der Färbung aussehen wird. Wähle dazu das Färbemittel, ausdrücke E und wähle den Gegner, den du färben möchtest. Mit Entfärben kannst du die ursprüngliche Farbe eines Gegners jederzeit wiederherstellen, also nur Mut. Du musst Hexerausrüstung tragen, um das Färbemittel zu verwenden. Ach, das... Muss richtig original Hexer-Schuhe oder sowas sein. Aha. Geht also gar nicht mit den... Also ich dachte, es geht mit allem, aber egal. So. Hier können wir jetzt wahrscheinlich einfach pennen bis zum nächsten Tag, denke ich mal. Es ist 18:39 Uhr. Wir müssen jetzt wahrscheinlich 24 Stunden warten, bis das Zeug wieder da ist. Ruh dich hier aus, um Boni zu bekommen. Bibliothek, Dauer 60 Minuten, 5% Bonus auf Erfahrungsgewinn im Kampf. Ah, dachte ich mir doch. Bettstufe Edel, maximale Vitalität um 500 Punkte erhöht, Alchemielabor, Bomben und Tränke halten eine Ladung, Stelle, plötzliche Ausdauer, aha, aha, aha. Den Bonus haben wir doch auch so wegen der Bibliothek. Brauchen wir jetzt nicht, oder? Wie sieht's denn aus mit meinen Tränken? Die sind auch alle voll. So, also wir haben jetzt hier, wenn ich es richtig sehe, das war überhaupt gar nicht der Plan. Zum Glück war es nichts, was Schaden macht. Wollte eigentlich nur die Fackel rausholen. Wir haben jetzt da die Möglichkeit für ein Bild und da, okay. Das ist mein Schlafgemach. Also muss ich schon passen zum Schlafgemach. Ich will nur einmal dieses ganz bunte hier sehen, aber vielleicht eh nicht hängen lassen. Ne, das ist viel zu aggressiv. Passt überhaupt nicht hier rein. Lesen. Ach, das ist einfach nur angucken. So, Porträt von Iris Olgierd. Turm bei Sonnenuntergang, das klingt doch schon mal gut. Ruin eines alten Forts. Moment, ich will das mit dem Sonnenuntergang, das will ich da drüben hin machen. Das passt gut, wenn ich aufstehe und wenn ich mich hinlege, dann kann ich nochmal den Sonnenuntergang anschauen. Genau. Das ist passend. Das ist zwar nicht super mega geil, muss ich sagen. Sieht irgendwie so alt und verwaschen aus, aber das passt gut, würde ich sagen. Es geht mir echt auf den Sack, dass es so dunkel hier überall ist, ohne Scheiß. Ja, was haben wir noch? Ruin eines alten Forts. Wie sieht das aus? Passt eigentlich auch. Erkennt man zwar auch wieder fast nichts. Da rechts ist diese Ruine. Aber es passt eigentlich super zu gut mit dem anderen Bild zusammen. Deswegen lasse ich direkt hängen. Und dann gehen wir mal weiter. Was können wir hier machen? Waffenständer. Du hast keine Gegner. Ah, mein Schwert. Mein Schwert mache ich hier ran. Hatte ich nicht zwei Waffen, die ich nicht verkaufen wollte? Wo ist denn die andere? Habe ich die jetzt doch außerdem verkauft, oder was? Die Winterklinge. Das ist wirklich eine ganz besondere Klinge. Da habe ich immer aufgepasst, dass ich die nicht außerdem verkaufe. Sehr geil. Dann haben wir noch einen zweiten Platz dann für ein zweites Schwert. Aber erstmal die Winterklinge. Sehr schön. Hoffentlich wird diese Bude hier irgendwann mal heller, ey. Das Rüstungsständer, ich habe keine Rüstung. Das muss ich mir merken, dass man jetzt hier Waffen und Rüstungen platzieren kann, weil ich dann logischerweise die interessanten Sachen
oder die schön aussehenden Sachen nicht verkaufen möchte, müssen ja dann keine super wertvollen Sachen sein. Hauptsache, die sehen schön aus. Was ist die Küche? Das ist ja echt eine total magere Küche. Was ist das für eine Küche? Das ist einfach nur ein Kessel. Was sollen die mir, was sollten die mir hier für Essen machen? Eintopf jeden Tag und Suppe oder was? Toll. Das ist eine echt geile Küche. Das sieht echt beschissen aus. Also, herzlichen Glückwunsch. Die hätten diese Arbeiter erstmal anfangen können, dieses Haus hier ein bisschen auszurümpeln. Was ist denn da los? Hallo, mein Freund. Ich muss mal rein. Hier können wir Gemälde aufhängen. Das ist auch Vorratskammer, ne? Vorratskammer und anscheinend kleiner Esstisch, keine Ahnung. Mal gucken, was passendes dafür finden. Erntezeit in Weißgarten, das klingt ja schon mal ganz gut. Hütte der Kräuterfrau. Cyrilla, stimmt, das ist ja mein Patenkind, ne? Das heißt, die müsste man eigentlich auch irgendwo aufhängen. Stillleben, das passt natürlich immer gut in die Küche rein. Erntezeit. Ich schau mal das Erntezeit an und dann noch Stillleben. Oh, ich glaube, das Stillleben, das ist zu offensichtlich. Oder Küche und dann so ein Ding rein. Oh, eigentlich passt halt schon gut ins Bild rein, ne? Ja, komm, lass mal. Dann schauen wir uns mal nach oben um. Hab ich gerade ein Gemälde an der Wand gesehen? Also kein Gemälde, sondern... Ja, genau. Bin ja echt mal gespannt, wie das dann später mal aussieht hier. Also, die machen mal ordentlich Licht rein. Hier sind ja auch quasi keine Fenster drin. Das ist ein Babyfenster hier. Das ist das Gästezimmer, was eine Abstellkammer ist. Okay. Das war's. Das war das ganze Haus. War das nicht viel größer von außen? Gibt's hier noch irgendwelche versteckten Räume oder was? Hä? Das ist ja noch ein publiker Dachboden. Was ist hier hinten? Ach, da ist gar nichts mehr. Ach, okay. Krass. Das ist ja interessant. Gar nicht mal so geil, das Haus hier. Naja, wir können es dann gleich mal noch ausbauen und schöner machen. Jetzt erst wieder raus. Endlich wieder die frische Luft und vor allem ein bisschen Sonne. Wein, Wein, wieder Wein. Ich werd noch wahnsinnig. Ah! Sorry, das ist dein Besen, was ich hab. Runtergeschmissen. Ist auch direkt verschwunden, der Besen, wie man sieht. War ein magischer Besen, der verschwindet. Wenn er auf dem Boden fällt. Pech gehabt. Oh, hier liegt ein Buch. Die Geschichte Corvo Biancos. Die Ursprünge von Corvo Bianco sind im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten. Wir kennen lediglich die Legende, dass das Weingut vom enterbten Sohn des Eigentümers des Pomerol-Weinguts mit einem einzigen Cavanaire-Ableger gegründet wurde. Die moderne Geschichte Corvo Biancos beginnt mit Herrn Bullius, der sich im Alter auf dem Weingut niederließ. Als er noch jung war, führte Bullius eine Division Pioniere an, die im hohen Norden kämpfte. Für seine Dienste wurde er in den Adelstand erhoben und erhielt eine ordentliche Bezahlung. Er baute Corvo Bianco mit großer Hingabe wieder auf. Die meiste Energie steckte er in den wunderschönen Garten, den er für seine Frau anlegte, und löste dadurch einen regelrechten Kräuterwahn in ganz Toussaint aus. Bullius' zweite große Liebe nach seiner Frau waren die Olivenbäume, deshalb pflanzte er viele von ihnen auf ganz Corvo Bianco. Als Bullius' Frau starb, verlor das Leben für ihn an Bedeutung und er dachte fortwährend über den Tod nach. Er verkaufte sein Anwesen an Graf Crespi und an dem Tag, als das letzte Dokument unterzeichnet war, starb er. Der arme Mann. Ja, das Haus ist wirklich nicht so groß. Krass. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Sehr schön. Schönes Anwesen. Großes Anwesen. Das Haus ist zwar nicht so groß, aber der Rest ist halt echt groß. Okay, jetzt müssen wir auch wieder schauen, welches Quest am nächsten ist. Ich glaube, das ist relativ weit weg, das Hauptquest. Genau, das ist sehr weit weg. Wollen wir da nicht auch mal irgendwann hin? Wollte ich ja nicht hin nach dem Kampf oder sowas? Ja, merkwürdig. Egal. Untersuche die Insel, bla bla bla. Es kann nur einen geben. Oh, es ist gar nicht so weit weg. Spiele mit dem Gedanken, da jetzt hinzugehen. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was jetzt krass näher ist. Ja, komm, und also, ich habe auch keinen Bock, immer stundenlang zu schauen, was am nächsten dran ist. Wir haben einfach so viele Quests noch zur Zeit, dass es einfach total nervig ist. Deswegen würde ich sagen, laufen wir da jetzt erstmal hin. Hallo? Also wir laufen nicht hin, sondern ich will nur hier über den Fluss und da, wo dann
Plötze wieder Sinn macht, da holen wir Plötze. Komm her. So. Hier ist leider auch noch kein Fragezeichen, ist aber auch kein Dingens hier in der Nähe, deswegen egal. Reiten wir halt einfach mal hin. Wir müssen ja keinen Stress machen, das Spiel wird noch ein paar Stunden gehen und also nicht die Aufnahme, sondern das Spiel. Und wir werden noch genügend Zeit haben, uns um alles andere zu kümmern, deswegen können wir erstmal straightforward agieren. Und wenn wir irgendwas auf dem Weg durch Zufall finden, dann erledigen wir das, ansonsten machen wir eben erstmal dieses Quest. Und wenn wir das gemacht haben, schauen wir weiter. Ja gut, sind alles nur kleine Bäche, da kann Plötze durchreiten. Es wird auch schon wieder dunkel, wie man sieht. Schöner Sonnenuntergang. Leider ist die Sonne schon hinter dem Berg verschwunden. Ich hätte vielleicht trotzdem mal gucken können, ob es irgendeinen interessanten Ort gibt, wie zum Beispiel kleine Ruinen oder sowas. Ich bin auch blöd, ey. Das macht er sonst immer. So ist es gut. Zurück. Oh, was ist das? Hat irgendjemand seinen Weinwagen stehen lassen, aber er ist blöderweise auch anscheinend entweder schon komplett geplündert oder war halt einfach schon leer. So, aber wie gesagt, die Zeit nehmen wir uns jetzt. So, dann gucken wir uns erst dieses kleine Häuslein ein. Oh, da sitzt ja sogar jemand. Was ist denn das? Arbeitsstellen sind wie Frauen. Es kommen immer ein welche. Ein Wächter. Nach. Was macht er denn? Keine Ahnung. Gut, haben wir das. Und ich glaube, da war noch irgendwo eins. Schauen wir mal. Und zwar das hier. Und dann würde ich sagen, ah gut, es wird nur ein kleines Weingut sein. Dann schauen wir uns das hier noch an und das hier. Aber vielleicht machen wir das auch erstmal in der nächsten Folge. Na komm, Plötze, das ist da vorhin auch geschafft. In diesem Sinne, es wird auch wieder total dunkel. Like, der Berg sieht geil aus. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis. Vielleicht finden wir auch solche geheimen Nebenquests, also die Ausrufezeichen-Quests quasi. Auch wieder nur ein Wächter abgeschlossen. Okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss.